Von der anderen Seite ist auch besser für uns. Dann ist kein Depot im Zweifel frei verfügbar zum Angreifen. Okay. Szene ist richtig. Das läuft. Wunderbar. Nee, du musst dahin. Waypoint kann rüber. Additional supply depots required. So, dann warten auf die nächste Barracks. Muss ich nur gleich dran denken, dass ich auch ein zweites Depot baue. Denn sonst wird das mal ein bisschen schwierig. So, Waypoints können schon mal rüber. Wir bauen schon mal da ein Depot. Ja, komm, ist egal wo, ne? Will ich einen dritten Dings bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sondern lieber gleich eine CC, um dann anzufangen mit Tanks auch irgendwann, früher oder später. Na komm. Da ist der Overlord, okay. Was ist hier denn los? Warte, hat der da oben irgendwas? Nee, das ist einfach nur ein falscher Waypoint, ne? Okay, das Ding ist, sein Pool hat nichts gemacht, was mir ja eigentlich sagt. Da kommt noch kein Speed jedenfalls. Aber dafür kommen wahrscheinlich dann gleich Roaches, ne? So, was hat er hier? Hat er Roaches? Ja, hat er. Aber wenn ich Tanks habe, ist das halb so wild, habe ich gehört.
So, gucken wir kurz. Okay, da will er offensichtlich nicht raus. Gucken wir, ob wir noch ein paar davon kriegen. Bauen in der Zeit noch ein paar Worker. Okay. Okay, das heißt, jetzt ist langsam Zeit, dass ich zusehen muss. Warte. Ich mache das hier. Und noch das da. Und das da. Und dann machen wir das. Dann bauen wir noch ein Depot. Dann bauen wir noch das. Dann bauen wir das. Du gehst arbeiten. Dann bauen wir das. Der Tank steht gut. Hier bauen wir zwei Liberator. Hier bauen wir ein paar Marines. So, hat er in der Zwischenzeit eine dritte Base versucht zu nehmen. Wait. Du musst nicht dahin. Du sollst da, kannst du hin, da kannst du hin, so. Okay, keine dritte Base. Ab nach Hause. Okay. Ich habe nicht genug Depots. Wisst ihr, wie man das löst als Terraner? Zack, zack. Auf einmal hat man genug Depots. Wie von Geisteshand. So, was ich aber noch nicht habe, ist eine dritte Base. So, wie viele Tanks will ich machen und wie viel anderes Zeug will ich machen? Ich werde safety-mäßig das tun und das tun. Aber dann geht's jetzt auch damit los. Und du gehst da runter. Platzieren wir da. Na, da kommen schon wieder die nächsten Roaches. Ah, der will doch jetzt hier nicht reinpushen. Er hat offensichtlich einen Spire. Das heißt, ich werde mir mehr Turrets bauen. Mehr Vikings. Command center.
Okay, er will tatsächlich Mutas bauen. Das ist interessant. Okay, also bauen wir einfach weiter Tore. Upgraden das noch weiter. Upgraden das. Machen hier auf. Fliegen darüber. Machen das, 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 das. Fahren runter mit allem, was wir so finden. Machen hier erstmal ein paar Overlords weg. Also, ich muss sagen, zu viel Energie, viel zu viel Energie. So, ich habe die Factories nicht auf der 3, das ist nicht gut. Du kommst auch noch auf die 3. Du kommst auch noch auf die 3. Dann kommt der Waypoint von der 3 dahin. So, High Impact Mode. Let's go. Neue Worker bauen. Da sind schon zu viele. Da sind wahrscheinlich auch schon zu viele. Da sind auch noch 2. So, Depots höre ich gleich schon wieder schreien. Plus 3 Attack. Das haben wir. Da kommt ein Tech Lab dran. Dann müssen wir Terran-like noch weiter bauen, ne? Vielleicht nicht ganz so wild. So. Okay, wie funktioniert jetzt das Spiel weiter? Okay, wo ist der Starport ohne Addon? Der muss mal eben... Dann bauen wir das. Dann bauen wir noch einen. Machen das Upgrade schon mal in die Schlange und das auch. Sollte vielleicht auch ein paar Tanks mitnehmen. Da einfach alle, who knows? Einen lasse ich hier, ne? Der Rest geht mit runter. Dann nehmen wir die Bases einfach gleichzeitig. Wir machen das, 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 das. Das, 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 das. Und dann machen wir das. So.
Da ist kein Techlab dran, deswegen funktioniert das nicht so, wie ich das denke. Da können wir einfach noch ein paar Marines bauen. Ich könnte ja auch einfach den Terran Sheet nutzen, ne? Okay, ich glaube, ich renne einfach los, oder? Ich meine, was hat er denn? Oh, der arme Zerg. Okay, das wird wild. Die Marines hier machen schon gefühlt alles alleine kaputt. Bauen wir mal noch ein paar neue nach. Aber das sollte eigentlich gewonnen sein. Das könnte auch ein Placement-Match sein tatsächlich. Da ist nichts mehr. Da sind Broodlords. Okay, da sind doch keine Broodlords mehr. Gar kein Problem. Mach dir mal eben das kaputt. GG. Dr. Switch.